So, erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Jahresrückblicks 2021. Und trotz Corona fand auch einiges an Hockey statt. Erster Beitrag ist Innenskater-Hockey, denn da gab es im September in Bergheim das Turnier der Salons. Und so darf ich euch als ersten Beitrag das Spiel der Gastgeber gegen die Vienna Hawks präsentieren. Im Spiel der Gastgeber treten die Vienna Hawks zunächst einmal die Vienna Hawks am Ball, die sich hinter dem eigenen Tor befinden. Im Tor der Salon stand übrigens Markus Gassel. Dann mit einem Schuss und Tor oder nicht Tor? Das ist hier die Frage. Der Schiedsrichter entscheidet auf Tor und somit steht es 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Und die Vienna Hawks setzt nach. Zunächst ein Ballverlust, fährt aufs Tor zurück, wird nicht angegriffen. Oh, da ist das 0:2 aus Sicht der Gastgeber. Alles andere als eine optimale Situation. Doch die Gastgeber kamen heran. Weitschuss und da ist das 1:2. Aus Sicht der Gastgeber, wobei zu sagen ist, dass der Wiener Dorfrau in diesem Tor wohl die Sonne ins Gesicht hin und das 1:15 Minuten. Dann die zweite Halbzeit, Seiten wurden gewechselt. Gute Aktion von den Gastgebern, Schuss und da ist der Ausgleich zum 2:2. Herrlich gemacht und dieser Schuss war für mich nicht ganz unhaltbar. Und die Gegner sieht nach. Und kurven die Dorfer, zieht ab und Nachschuss da! Zum 3:2 Gastgeber gehen auch erstmal in Führung. Und diese Führung ist hoch verdient. Die Freude darüber währte allerdings nicht lange. Schuss! Und da ist der erneute Ausgleich zum 3:3 in einer, man kann es wohl mit Fug und Recht sagen, hochklassigen Partie. Der nächste Treffer folgte, Schuss und da ist das, noch bislang noch kein Treffer. Gut aufgepasst von Markus Gassel, Schuss und wieder abgewehrt. Ja, bislang eine, aber im Nachschuss klingelt es. Und das war das 3:4. Und der Entscheidung lautet 3:6. Nicht alle Beiträge schaffen es hier ins Fernsehen. Und manche sind aus zeitlichen Gründen nur auf meinem YouTube-Channel zu sehen. Einer von ihnen, der ich euch dennoch im Jahresrückblick zeigen möchte, war ebenfalls vom Innenskater-Hockey-Turnier der Salons und da gab es unter anderem das Spiel der Black Bulls gegen die Hobby Camper mit einem sehr eindeutigen Ergebnis. Im Spiel der Hobby Camper gegen die Black Bulls zunächst einmal die Hobby Camper am Ball. Jetzt wieder eine schöne Aktion, gut aufgepasst und es jetzt wieder die Hobbykämpfer, Schuss und da! 1:0 durch Daniel Köhler, herrlich gemacht, keine Chance für den Goalie der Black Bulls. Und die Hobbykämpfer sitzen ab, zieht ab und wiederum ist der Ball zum 0:2 im Tor. Daniel Köhler war zum zweiten Mal bei diesem Spiel erfolgreich. Jetzt wieder eine Aktion. Gut gemacht. Goalie der Black Bulls, der bislang trotzdem eine gute Leistung bot, aber bei diesem Schuss nicht den Funken in der Abwehrschanze hatte und so sorgten die Hobbykämpfer für kleine Verhältnisse. Dann die zweite Halbzeit. Wieder die Black Bulls am Ball. Im Tor steht übrigens Anna Wagner.
gut gemacht, aber es bringt nichts mehr. Wieder eine gute Aktion, Schuss und Tor! Da ist wiederum ein weiterer Treffer für die Hobbycamper, die ja mit Österreich Vipers in der Bundesliga sind. Dann wieder ein Ballverlust. Schuss und da ist der erste Treffer für die Black Bulls, der allerdings in weiterer Folge nur mal ein Ehrentreffer sein sollte. Dann wieder die Hobbycamper. Schuss! Abgewehrt, es ändert sich nicht mehr, denn letzten Endes können die Hobbycamper diese Begegnung mit 9:1 für sich entscheiden. Vom Inlineskater-Hockey kommen wir jetzt zum Eishockey, denn auch aufgrund der Corona-Pandemie, ich kann es leider nicht oft genug sagen, gab es auch da doch sehr deutliche Einschränkungen. Denn es durften nämlich nur die Profis spielen und als Spitzensport gilt unter anderem auch die European Women Hockey League, wo ja das Spiel zwischen dem DEC Salzburg Eagles und Budapest, das am 25.09. dieses Jahres über das Eis ging, präsentieren. Im Meisterschaftsspiel zwischen den Eagles aus Salzburg und Budapest zunächst einmal die im Beispiel umgangenen Hamburg. Es steht torlos 0:0 und die Salzburgerinnen begannen mit Carmen Lasses im Tor. Jetzt wieder eine gute Aktion. Pass. Aber der Puck ging nicht in das Tor von Bianca Pogade, der Torfrau der Ungarinnen. Spielstand nach 20 Minuten 0:0. Im zweiten Drittel bot sich ein ähnliches Bild. Wieder sind die Ungarinnen in der eigenen Verteidigungszone. Oh, da hätte es fast geschwebert. Aber es bringt nichts ein. Nach wie vor 0:0. Doch auch die Ungarinnen bleiben dran. Und hier konnte sich Carmen Lasses ein weiteres Mal auszeichnen und einen Gegentreffer verhindern. Somit lautete auch der zweite Pausenstand torlos 0:0. Eines war klar, wer das Schlussdrittel gewinnt, der wird auch die Begegnung für sich entscheiden. Wiederum die Ungarinnen im Konter finden hier keine Anspielstation und können sich auch nicht durchsetzen, somit kein weiterer Treffer. Es bleibt nach wie vor beim torlosen 0:0. Wiederum die Ungarinnen. Die jetzt zurückspielen, aber auch da bringt es nichts ein. Und klapp, das Spiel dann nach 60 Minuten 0:0 lautete, hatten beide Mannschaften einen Punkt sicher. Dann die Overtime mit 4 gegen 4 Feldspielerinnen, wie es auch in der Bundesliga üblich ist. Gute Aktion, aber auch hier gab es kein Tor und so musste das Penaltyschießen entscheiden. Zunächst einmal die Ungarinnen. Schuss scheitern an Carmen Lasses, der Torfrau des DC Salzburg Eagles. Aber auch die Salzburgerinnen. Schuss gut gemacht von Bianca Bogarde, der Torfrau der Ungarinnen. Dann das Duell Anneliese Reis gegen Bianca Bogarde. Zieht ab, und trifft! Da ist das 1:0 und dieses Tor war letzten Endes entscheidend, sodass sich die Salzburgerinnen einen weiteren Punkt sichern konnten. Auch in der Landesliga gab es einige Meisterschaftsspiele, so unter anderem auch das Spiel des HCS Senators gegen die Darkwing Ram Innstein aus dem. Im Meisterschaftsspiel zwischen dem HC Senators und dem Darkwing Ram Innstein sind zunächst die
Gäste am Puck. Schuss hat da! 0:1 durch Erik Bogensberger. Keine Chance für André Olsson, da irgendetwas zu machen. Doch die Gastgeber gaben nicht auf. Wiederum eine gute Scheibenabnahme. Erwin Schmuck befördert den Puck zu Lukas Untersberger. Sicher aber da! Ausgleich! Herrlich gemacht, wobei zu sagen ist, dass dieser Schuss aus meiner Sicht nicht ganz unhaltbar war. Jedenfalls ist das 1:1 der Spielstand nach den ersten 20 Minuten. Im zweiten Drittel fehlt nur ein einziges Tor. Das Ganze in 3:5 Unterzahl. Schuss und Tor! Erik Bogensberger war zum zweiten Mal erfolgreich und konnte eine doppelte Überzahl zur erneuten Führung für die Gäste nutzen. Und da beide Torhüter sich in diesem Drittel auszeichnen konnten, war dieses 1:2 der Spielstand nach 40 Minuten. Im Schlussdrittel dann zunächst einmal die Gäste. Josef Aigner, die Nummer 3, die übrigens lange beim ERC Salzburg spielte. Schuss und Tor! Mario Gautsch legte einen Schuss unhaltbar ab und brachte die Gäste aus dem Lungau erstmals mit 2 Toren Unterschied in Führung. Und auch dieses Tor fiel aus einem Powerplay. Dann ein Penalty. Sebastian Schachner gegen Dominik Labatsch. Lautet das Duell. Läuft an und scheitert, wobei zu sagen ist, dass dieser Schuss für meine Begriffe doch sehr leicht abgegeben wurde. Doch die Senators konnten nachsetzen. Schuss. Gut gemacht. Und da! Hans-Peter Blank erzielte den erneuten Anschlusstreffer und machte diese Begegnung wieder sehr spannend. Nur mein Torunterschied. Und da ist natürlich die Freude bei den Gastgebern entsprechend groß. Doch diese Freude sollte nicht lange werden. Josef Aigner, ja, mit einer guten Aktion. Wo sind die Verteidiger? Schuss! Und da ist ein weiterer Treffer. Zum 2:4 durch Erik Oller, der wirklich einen platzierten Schuss abgab und damit das 2:4 besiegelte. Von der zweiten Landesliga wechseln wir wieder zur European Women Hockey League. Und da gab es das Spiel zwischen dem DEC Salzburg Eagles und Bratis Lava. Im Meisterschaftsspiel zwischen dem DEC Salzburg Eagles und Bratis Lava zunächst einmal die in Schwarz spielenden Gastgeberinnen am Puck, die wie auch beim Spiel gegen Al-Sulay Almaty mit Carmen Lasses im Tor begannen. Wiederum ein Versuch, aber er bringt nichts ein. Doch die Salzburger bleiben im Angriffsdrittel. Jetzt wieder ein Befreiungsschlag der Slowakinnen, aber da Carmen Lasses sich nicht im Tor befand, hob sich das Icing auf und das Ergebnis zum ersten Drittelende lautete aufgrund der Tatsache, dass beide Torfrauen gut hielten, 0:0 und das Spiel versprach Spannung. Das zweite Drittel begann für die Salzburgerinnen denkbar schlecht. Zunächst ein Scheibenverlust, Kontermöglichkeit, Schuss und Tor, 0:1 durch Anna-Maria Surakova. Keine Chance für Carmen Lasses, da irgendwas zu machen. Und die Slowakinnen setzen nach. Wiederum ein Versuch über die rechte Seite. Wiederum waren die Abwehrspielerinnen viel zu weit von den Gegnerinnen entfernt. Nachschuss, Schuss und Tor! Die Nummer 17, Susanna Dobiasova, war erfolgreich und stellte auf 0:3. Doch die Gastgeberinnen konnten noch
im ersten, zweiten Drittel verkürzen. Schuss und Tor! Annelies Rice bezwang die slowakische Torfrau Laura Medvedova und konnte sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Bis nach 40 Minuten 1:2. Das Schlussdrittel wiederum startete für die Salzburgerinnen optimal. Zunächst spielte Laura Medvedova den Puck weiter. Schuss und da! Annika Fatsokas erzielte kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich, der in weiterer Folge auch den Salzburgerinnen einen Auftritt geben sollte. Jetzt wieder kam ein Lasses des Salzburger Torfrauen mit einem Pass. Die Nummer 23, das ist Annelies Weiss, die an diesem Nachmittag sich schon einmal in die Torschützenliste eintragen konnte. Schuss und da! Da ist das 3:2 durch Annelies Weiss und der Assist kam, was mich besonders freut, von der Torfrau Carmen Lasses. Doch das Spiel blieb spannend. Die Slowakinnen blieben am Puck. Schuss. Da! 3:2 durch Anna Maria Surakova, die auch schon das 0:1 erzielte. Kurz vor Ende wurde es aus Sicht der Salzburgerinnen bitter. Schuss dort zum 3:4. Lucia Haluskova war erfolgreich. Auch der sechste und letzte Beitrag in dieser Sendung geht über das Spiel. European Women Hockey League und da gab es am 5. Dezember, also am Campustag, das Spiel zwischen den Eagles und dem MAC Budapest. Übrigens das zweite in dieser Liga. Im Spiel der European Women Hockey League zwischen dem TC Salzburg Eagles und dem MAC Budapest Schuss und Tor 0:1 durch Catherine Lewis Kennedy. Keine Chance für Carmen Lasses, da irgendetwas zu machen. Und damit war das nach zwei. Dann das zweite Drittel. Die Salzburgerinnen verlieren den Puck. Pass zur Mitte. Nachschuss und Tor. Alexander Rode konnte auf 2:0 stellen. Und es sollte noch dicker kommen. Wiederum schöne Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert. Nachschuss. Und da ist das 0:3. Alexander Ronne war zum zweiten Mal an diesem Eishockey-Nachmittag erfolgreich und brachte ihr Team mit 0:3 in Führung. Und die Ungarinnen setzen nach. Wiederum ein Konterschuss, Nachschuss und Tor! Dieses Mal war Nicole Drake-Gurglado erfolgreich und ließ Carmen Lasses mit einem satten Schuss nicht den Funken einer Abwehrchance und das war auch schon so etwas wie die Vorentscheidung. Doch wer jetzt meint, die Ungarinnen schalten einen Gang zurück, der irrt gewaltig. Jetzt wieder ein Versuch. Immer noch die Ungarinnen. Schuss und Tor! 0:5 durch Alexander Venagove, die diesen doch sehr deutlichen Zwischenstand herstellte. Dann wieder ein Schussversuch. Schuss scheitert zunächst an Carmen Lasses und eine Feldspielerin. Das TC Salzburg Eagles versucht den Puck zu blockieren, was allerdings gerechtfertigterweise einen Penaltyschuss ergab. Das Duell lautete somit Fanny Gerhardt-Gasparitsch gegen Carmen Lasses. Die ungarische Schützin läuft an. Carmen Lasses für meine Begriffe zu weit weg. Schuss und Tor! Da ist das 0:6 durch die Beine von Carmen Lasses. Wobei zu sagen ist, dass dieser Schuss aus meiner Sicht nicht ganz unhaltbar war, aber das 0:6 war der Spielstand nach 40 Minuten.
denn im Schlussdrittel tat sich nichts mehr Wesentliches. Schuss gut gemacht, dieses Mal von Carmen Lasses. Immer noch Carmen Lasses am Puck. Es ändert sich nicht mehr. Die Ungarinnen gewinnen letzten Endes doch sehr deutlich mit 6 zu 0. Und mit diesen Beiträgen sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe des Jahresrückblicks mit dem Thema Hockey angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch gute Unterhaltung mit dem Programm von F-Essenz. Macht es gut, das sagt euer Sportreporter Markus Dorn.